Tausende Menschen haben in Barcelona gegen Massentourismus und dessen Auswirkungen demonstriert. Die katalanische Regionalhauptstadt ist die meistbesuchte Stadt Spaniens und auch bei vielen Deutschen beliebt. Im vergangenen Jahr zählte die Metropole mehr als 12 Millionen Besucher bei gut 1,6 Millionen Einwohnern. Die Mieten in Barcelona stiegen in den vergangenen Jahren stark an. Die Stadtverwaltung kündigte kürzlich an, in naher Zukunft keine Ferienwohnungen für Touristen mehr zu erlauben. Stattdessen sollen die Apartments wieder Dauermietern zur Verfügung stehen. Auch in anderen spanischen Regionen wie Malaga, den Balearen oder den Kanarischen Inseln gab es zuletzt Proteste gegen den Massentourismus. Dabei ging es unter anderem um die Lärm- und Umweltbelastung durch Besucher.